Tschüss, Eiko. Alles Gute für deine weitere Zukunft und viel Spaß mit deinen Enkelkindern. Tschüss. Ja, Eiko, alles Gute für den Ruhestand. Und ja, ich habe extra für dich die Warnweste mal angezogen und habe sie nicht im Auto. Eiko, alle best. Danke. Tschüss. Eiko, wir werden dich vermissen. Schade, dass du schon nach Hause gehst. Tschüss, Eiko. Du warst ein toller Berufsleiter. Alles Gute für deine Pension und alles Gute für deine Familie. Tschüss. Wenn man so will, bist du am Ziel einer langen Reise. 40 Jahre Züge schwanken leise, du warst ja vorzugsweise Lokomotivführer und Lokführer aus Leidenschaft für uns. Mehr als alle Kraft. Wir wollen dir nur mal eben sagen, dass wir dich sicher sehr vermissen. Denkst du mal an uns, vergiss uns nicht, vergiss uns nicht. Wenn man so will, gehst du deinen Weg immer gut gelaunt. Das hat uns immer sehr erstaunt, ist immer sehr loyal und selten down. Bleibst gerade Teil von uns, ein Stück weit für uns fehlt und für uns Jungs. Und nur reicher weiß, wir ewig sein mit uns. Wir wollen dir nur mal eben sagen, dass wir dich sicher sehr vermissen. Und wollen dich nicht so nah an uns, vergiss uns nicht, vergiss uns nicht. Ein neues Gute für deine Pension. Eiko, ich wünsche dir alles Gute für deine Pension, auch wenn du es nur kurz kannten. Dankeschön und alles Gute für den weiteren Lebensweg. Ja, so. Vielen Dank für die gemeinsamen Jahre, waren tolle Jahre. Mach's gut, vor allem viel Glück mit dir und deiner Familie. Ja, Eiko, tschüss, alles Gute, ne? Falls du hier bist. Tschüss, Eiko, alles Liebe. Wenn man so will, bist du am Ziel einer langen Reise. 40 Jahre Züge schwanken leise, du warst ja vorzugsweise Gruppenleiter und Lokführer aus Leidenschaft für uns, mehr als fabelhaft. Wir wollten dir nur mal eben sagen, dass wir dich sicher sehr vermissen. Eiko, ich wünsche dir alles Gute zu deiner Pension. Und ich wollte dir gar nicht so viel sagen, aber du wirst dich an mich immer erinnern, an den APS-König von Nordheim! Ja, hallo Eiko, ich wünsche dir auch alles, alles Gute für deine jetzt richtige Zukunft. Ja, wir werden dich, glaube ich, sehr vermissen. Du hast uns ziemlich auf den Arsch gerettet, würde ich sagen. Ja, dich werden wir nie wieder kriegen und jemand Ähnliches wie dich auch nicht. Danke, dass du uns hergeholt hast, mich hergeholt hast aus Bremen. Du hast uns zusammengehalten. Ich hoffe, wir werden immer noch weiter zusammenhalten. So, ja, wir werden dich sehr vermissen. Tschüss! Tschüss, Eiko, ich werde dich sehr vermissen. Ja, lieber Eiko, auch ich bin hier. Herzlich willkommen im Kreise der Ruheständler.
Du wirst es nicht bereuen, dass du nach Hause gegangen bist. Und ich wünsche dir alles Gute mit deiner Frau und viel Vergnügen im Garten. Tschüss. Hallo Eiko, wir wünschen dir alles Gute für den Ruhestand. Ich wollte mich auch ganz herzlich bei dir bedanken, dass du mich damals am Norddeich geholt hast, für alles, was du für uns getan hast, dass du uns hier alles organisiert hast, dass du uns tausendmal den Arsch gerettet hast und dass du immer zu uns gestanden hast. Und wir werden dich sehr vermissen, wie wir gerade schon besungen haben, und wir wünschen dir alles Gute. Eiko, mein Schöner, alles Gute zum Ruhestand. Vielleicht sieht man sich ja mal im Altersheim.